Okay. Das ist der Fluss, ja. Ja. Wow, der Karagor war richtig unnütz. Kann man eigentlich, wenn man in so... Ich hab gehört, dass wir hier bald das... Nein. Man... Bedingt auch nicht. Warte, Fernkampf ist der nicht, ne? Erleidet er... Ugakuga. Immun gegen Fernkampf. Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchtes Gejammer! Wann verlassen wir Udun? Hier gibt es keinen guten Kampf. Das juckt mich nicht. Hast du das gehört? Hey! Hallo! Wunde schmerzt noch. Nachts, im Dunkeln, brennt stark. Wut. Alarm, Feuer, los! Los, Feuer anzünden! Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht! Ich sollte mich um Signalfeuer kümmern! Kann ich mal raus, danke! Und zickelt ihn! Du machst dich um gar kein Feuer, bitte! Fort? Aber ich wollte ihn schärfen! Pass auf seine Hände auf! Er will gehen! Bereit für uns, Waldwölfe! Hey, zum Leuchtfeuer! Oh, no, no! Hol die anderen! Jetzt Leuchtfeuer anzünden! Halt ihn an! Reiß dich, das Leuchtfeuer anzuzünden, Mann! Du tötest uns, wir töten dich! Du zünde Leuchtfeuer an! Kämpfe, blute, stirb! Zeit zum Töten! Jetzt verliere ich! Flüchtet! Du verlierst nächstes Mal! Wer flüchtet? Nee, 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 Kollege. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Ich flüchte. Nee. 2014 Federn. Wow! Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hab mir schon einen Preis ausgesucht. Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal. Ich bin verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll hier die ganze Zeit. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Da ist noch eine Mission. Dann gehen wir jetzt einfach hin. Reisen wir einfach hier hin. Muss wieder über 2000 Federn. Wie? Da hast du alles. Was hast du getan? Einführung. Blutracheaufträge. Blutrache lassen sie dich die Tote anderer. Lassen dich die Tode anderer Spieltote. Die Tode anderer Spieler rächen. Geh zu, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Wissen die Spieler eigentlich nur um diese Hauptmänner? Einen solchen Schrecken eingejagt hat, dass er seine Axt verlor. Ich hab sie. Willst du wissen, wie die das im Normalfall bei der Flucht hindern? Kann Sternus gerade. Gerne. Umnieten? Umnieten im Zweifelsfall? Schieß ihn einfach in den Fuß mit dem Bogen. Endlich bin ich frei. Oh, das krieg ich doch nicht hin. Also mache ich das nicht geskillt. Tatsächlich. Entwaffne den!
Aber können wir das skillen? Habe ich auch gar nicht gesehen. Oh ja, komm, dann skillen wir. Hallo? Nein. Nein. Ich möchte dann, dass sie skillen. Dass wir den Leuten in den Füßen schießen. Außer die sind Fernkampf immun. Der war auch Fernkampf immun. Das hätte das gar nichts gebracht. Ach, schade, aber. So. Dieses Geschäft mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es Leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Wie immer, es ist jeder mit ihm verstrickt. Jeder! Was lief denn gerade für eine Spinne da vorbei? Folge uns, leuchtender Herr. Wir gehen zu den Schätzen. Beim letzten Mal gab es keine Ochse. Sie sprießen aus dem Boden hervor. Gimo war langsam. Ich bin viel schneller. Falls du versuchst. Ach, glaub, das war random, nur so eine kleine von der kleinen Sache. Ja, aber manchmal laufen die echt ein bisschen witzig durch die Gegend. Das stimmt schon. Hast du recht. Der Hauptmann hat knallhart gekämpft. Das habe ich auch gehört. Kein Mensch könnte so etwas tun. Garstige dort oben. Tötet sie. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Piekser, da oben, dort. Wir mögen den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein! Ja, was heißt das denn? Ich glaube, solange sie das Game zockt, darf sie um ihn. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitzer Stein, führe uns, leuchtender Herr. Du sollst uns führen. Wir warten hier auf euch. Fallen Kopf und Ruhe ist ja, aber ist doch wirklich so. Also sorry, aber das war einfach nur so, oh Gott, halt den Rand, bitte, Gollum. Vor allen Dingen, ich stinke doch nicht als Waldläufer. Ich stinke doch, wenn ich als Fisch rieche. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Müssen wir da hoch, das ist die Frage. Ich glaube, den Turm haben wir noch nämlich nicht. Nehmen wir einfach mal eben den Turm mit. Wenn wir ja schon dran vorbeilaufen, dann... Ah...
Bin noch drin. So, dann haben wir das. Meine Ahnenuntergang. Was? Abwenden. Was? Ich habe irgendwas abgebrochen anscheinend. Aber okay. Das heißt Mondsternlicht. Mondsternlicht. Achso, wir müssen natürlich hier noch das anmachen. Dann läuft er irgendwie hier entlang und dann haben wir es auch schon gefunden. Nein, dezent nicht. Ach, das sind coole! Sollte ich nicht wieder rennen. Deswegen die coole. Okay. Fähigkeit Geisterblitz. Rufe einen gewaltigen Blitzschlag herbei. Der Urs verletzt und betäubt so viel. Coole tötet. Sollte deine Trefferserie voraufgeladen sein, drücke R, um den Geistesblitz zu verwenden. Aufladen der Trefferpunkte nach 8 aufeinander. Auf folgenden Treffen wird die Anzeige. Boah, ich habe mich gerade so erschrocken. Ist Jorik in der Nähe? Ja, ehrlich. Das heißt, ist dieser. Hat eine gute Farbe oder so? Das Mondsternlicht hat seinen Namen von seiner Farbe. Rot und. Weißt du was? Wird die Anzeige der Treffer sehr rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Okay, ja. Oh. Oh Gott! Oh, wie viele muss ich? Mist, ich hab F gedrückt. Warum gibt es so viele? Warum sterben sie nicht? Mach ich hier irgendwas falsch? Lauf. 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 Thank you.
Echt jetzt? Boah. Ja, das ist wirklich 5 gegen 5. Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Oh, das war ganz schön anstrengend. Mal ernsthaft. Weiß ich aber wenigstens auch, was coole sind. Da ist wieder jemand an der Klagemauer. Irgendwie. Gut gemacht, Lisa. Und echt gute Reaktion bei dem Quicktime. Ich hätte das... Ich hätte da erstmal versagt. Tschüss. Vielen Dank, Fremder. Ja, gerne doch. Auf in die Freiheit, ihr Narren. Danke. Oh. Nur um dann wieder versklavt zu werden. Wer ist er denn? Das ist doch ein Halbling. Ja. Henker. Ja. Ja, möchtest du noch eine Nase von mir nehmen oder was ist los bei dir, Digga? Bleib, wo du bist! Speerwerfer! Oh! Oh oh, Katze! Alter, was? Wieso geht das nicht? Ach, leck mich. Na? Der Fastläufer ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. Jetzt leidest du! Also dezent aggressiv. Ach, ja, wir merzen hier ganz schön viele aus langsam, ne? Trotz der Beobachter, du siehst ganz schön kacke. Und tschüss. Und ich kann mir jetzt eine Pizza, mach das. Vincent, so erstmal eine Packung Chips aufmachen. Hast du wieder Frust? Tobi, die mache ich mir auch gerade morgen auf. Ich nicht. So, was haben wir hier? Die Flammen in seinen Augen sollten das Letzte sein, was die Diener des Schattens vor ihrem Tode sehen sollten. Bitte Uruks aus kurzer Distanz durch Falltreffer. Also? Ach, es läuft auf Zeit. Okay, es läuft auf Zeit. Es läuft auf Zeit. Warte. Ich rieche etwas. Ich hab dich verstanden. Warte, ich bitte Uruks aus kurzer Distanz durch Falltreffer. Muss ich. Ich glaube, ich töte einfach die Falschen. Kann das sein? Der Mörder ist schon über alle Berge. Oh, neue Pfeile. 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 Nee. Rune. Dann sammeln wir den eben noch auf. Pfeile, Pfeile, ich brauche Pfeile. Da ist ein Pfeil. Und weiter bitte laufen. Und jetzt. Und das war's auch schon. Na Jungs. Jetzt können wir. Kann ich mich euch richtig zuwenden.
Hey, Emian, jetzt drück ich die ganze Zeit die falschen Tasten. Es kommen, jetzt sind zu viele Tasten zu dem Spiel hinzugekommen, dass ich es nicht mehr bekomme. Ach man, oh, ich kann gar nicht was mehr hinrichten. Außer der Typ da hinten guckt sich das ganze Spektakel an. Man hat es natürlich wieder. So, Freunde. Ich muss sagen, Chips und Pizza sind wir auf... Chips? Ich musste... Unterstand, achtest du auf dein Gewicht oder so? Warum musst du? Warum musst du? Warum? So, wir checken einmal die Karte einmal kurz ab, wo wir, wo sie, erstens, wo sie, wir sind. Wir sind hier. Ach, das wollte ich noch einsammeln. Ja. Ich glaube, wir müssen dort hoch. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Quatsch. Alles papalapap. Tschüss. Grüß dich eigentlich auch, aber naja, Pizza ist sehr selten bei mir eigentlich. Hatte ich so, was, aber Pizza ist so geil. Kann man denn so lange auf Pizza verzichten, Nisi? Ach, dort ist es. Okay, das hat er gar nicht gesprochen, das ist nur ein Bildchen. Okay. Hast du doch gesehen, warum? Nein, habe ich nicht. Gehen wir mal nach dort. Was auch immer es bedeutet. Lass dich mal fallen, sehr gut. Nee, Alter, war eine Pizza, als wir meine eine Omi dieses Jahr in Leria besucht hatten. Warum ist man so wenig Pizza? Da ist es doch lecker, Pizza. Greift von hinten! Hat Bumm gemacht. Hast du nicht? Nö. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten. So, wie gut, dass ich das Problem nicht hab. Dafür hast du andere Probleme, sind wir ehrlich, Vincent. Das sollte jetzt nicht so negativ klingen. Sorry. Umags Schnalle eines Weitläufers. Diese Zierschnalle aus Metall wurde von Weitläufern hauptsächlich dafür benutzt, ihre Umhänger geschlossen zu halten. Als Gardisten Gondors wurden die Weitläufer von ihren Meistern die höchsten Ansprüche abverlangt, was bedeutet, dass sie diese Schnallen auf Hochglanz polierten. Weitläufer nutzten ihre Schnallen auch als befehlsmäßige Signalgeräte. Sie spiegelten damit das Sonnenlicht und kommunizierten so über große Strecken mit ihren Kameraden. Das ist ja tricky. Sieht überhaupt nicht nach aus wie ein Weitläufer, weil ein Weitläufer ist für mich immer irgendwie was Dreckiges. Hä? Ich drehe den um und er dreht sich wieder um. Ich finde das gut. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Naja, solange ich weiß, dass ich es muss, ja. Jeder wie er mag, ne? Ja, klang von meiner Seite irgendwie auch doof. Sorry. Nach Quatsch! Du, alles gut. Alles Töfte. So. Die Ahel war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Es verwirrt mich die ganze Zeit, dass sie über ihre eigene Geschichte sprechen. Wir müssen dorthin. Dass wir hier sind. Und wenn wir dorthin müssen. Naja, reisen wir einfach mal.
Das ist eine Festung. Naja, gucken wir mal. Ist das hier oben? Läuft der Teufel was zum Geist? Ist eigentlich... Hä? Verstehe ich nicht. Tugok, der Wächter. Boah, nehmen wir einfach mal an, gucken, was passiert, ne? Ja, du denkst, da und innerlich fühlst du dich verletzt, ihr zwei. Oh, shit, Jäger. Schön! Was ist das? Einer hätte zwei Informationen, aber... Das ist egal. Wir hätten auch das Feuer wahrscheinlich abballern können. So! Deine Gefolgschaft ist da mal tot und wir begrüßen ihn ganz herzlich. Hallo! Darauf habe ich gewartet! Hey! Ich sag... Hey! Oh, jetzt fangen wir auch mal an. Du machst es, wenn Uruks gegen Uruks kämpfen? Mach doch mit! Ach! Hab ich nicht ohne Grund! Nicht? Wir haben keine Pfeile mehr, ne? Oh mein Gott! Wir haben den schon ohne Grund. Der Narr ist kein Gegner. Das ist ein Speerwerfer. Kopf ab! Warum tötet man eigentlich? Hä? Zeit zum Morden! Darf ich einmal von hinten schlagen? Danke. Zeig mir, was ihr könnt. Echt jetzt? Es gibt ja noch mehr. Überleben, dann breche ich alle Knochen. Holt euch einen Kopf. Das ist echt ein richtig anstrengender Kampf gerade, weil... Warum nicht der mit dem Schild? Der ist viel nerviger. Von euch ordentlich geprügelt. Blute. Der Narr ist kein Gegner. Zeit zum Morden! Oh oh. Ach, Kinders! Ach, ich hab leider auch keinen Fall mehr. Zeigt mir, was ihr könnt! Warum tötest du den nicht? Oh oh. Later. Ja, okay, mach halt nichts mehr. Ist okay, komm. Geh mal hier hoch. Geh mal hier. Leonge! Bringe ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Wenn du den schon anstrengend für sich genug ausschöpfst, separat, Doug. Ah.
Möchte ich mir denn jetzt einmal... Darf ich jetzt? Dankeschön. Wer ist er denn? Tugok. Ah ja. Ufa. Ja, ruft die ganze Zeit Verbündete bei. Das ist schön.